Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, LS19 wieder von der wunderschönen Map Erlengrad. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, am heutigen Tage ist ja das neue Alpin-Landwirtschafts-DLC erschienen. Vielen Dank nochmal für die ganzen Däumchen und auch für die Kommentare. Und wir machen heute weiter hier auf der wunderschönen Map Erlengrad. Ich bin jetzt gerade dabei, noch ein wenig mit dem Zeta unterwegs zu sein, mit dem Lintrak hier. Und wende quasi das Gras. Heute Abend auch ein Livestream. Bedeutet, heute Abend gibt es ein neues Projekt. Und zwar mit dem Werner, mit dem Randy, mit dem Mario und mit meiner Wenigkeit. Start des Streams ist um 19 Uhr. Wir beginnen um 20 Uhr. Kann auch sein, dass es vielleicht ein bisschen später wird, weil wir das eine oder andere noch bequatschen wollen. Was es sein wird, lasst euch überraschen, es ist nicht der DFV2, das kann ich euch soweit schon mal verraten. Der eine oder andere, der bei Mario vielleicht schon mal reingeguckt hat, hat es wahrscheinlich sogar schon mitbekommen. Da freuen wir uns, wenn ihr mit dabei seid. Ich denke mal, dass der Stream unter Umständen vielleicht ein bisschen später beginnt, weil wir wollen gemeinsam um 20 Uhr starten, vielleicht auch schon um 19 Uhr live, müssen wir mal gucken. Es wird auf jeden Fall abenteuerlich. Da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das DLC. Der eine oder andere hat ein bisschen geschrieben, okay, mit der Belichtung, dass das vielleicht ein bisschen zu grell ist. Der eine oder andere hat geschrieben, okay, endlich ist es mal ein bisschen heller. Ja, das ist immer halt so ein bisschen eine Geschmackssache. Ich denke, dass es durch die Sonne erzeugt wird, die hier im Spiel ein bisschen intensiver auf jeden Fall zuschlägt. Ich finde das DLC nach wie vor richtig gut. Ich habe ja in der letzten Folge schon mal so ein bisschen meine Eindrücke dort euch mitgeteilt. Und wir sind weiter dabei hier, ja, ein wenig mit den neuen Gerätschaften zu arbeiten. So, wir klappen das Ganze mal hier zusammen. Zack. Und dann packen wir den Zetter einmal weg und fahren dann einmal beiseite. So, mittlerweile sollte dann auch alles auf den Plattformen erschienen sein. Ich glaube, heute um 11 Uhr waren dann alle Plattformen durch, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, ihr könnt jetzt loslegen und falls ihr es nicht haben sollt, Link ist wie immer noch nach wie vor in der Videobeschreibung. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ne, ich habe mir jetzt noch mal ein paar Videos angeschaut oder habe mir noch einen Eindruck gemacht, könnt ihr das gerne über den Link in der Videobeschreibung machen. Da bekommt ihr das direkt über Giants und unterstützt noch ein klein wenig den Kanal. So, ich habe ein paar Fahrzeuge ausgetauscht. Ihr seht es vielleicht auch oben rechts am Kontostand. Ich habe aber wieder vergessen, die Uhr vorlaufen zu lassen. Man kennt es. Weil ich ja zwischen den Folgen immer so ein paar Vorbereitungen mache. Und was wir heute machen wollen ist, denn wir haben ja schon für unsere Tiere. Wir gucken mal, in der letzten Folge haben wir schon ein wenig etwas gemacht. Und zwar haben wir ein bisschen Gras reingefahren zu den Kühen. Das schauen wir uns gerade einmal an. Gras ist jetzt hier mit dabei. Wir brauchen noch Stroh, ein bisschen mehr. Wasser müssen wir noch reinfahren. Und was wir auch noch benötigen, ist beispielsweise Heu. Heu haben wir gerade gemacht, das muss ich dann später zum Ende der Folge noch schwaden. Aber wir brauchen auch Mischration und damit wir Mischration herstellen können, brauchen wir Silageballen. Ich habe erst überlegt, nutzen wir hier das Fahrsilo, aber ich werde den Hof hier ein bisschen umbauen. Das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Wir haben Stroh, wir haben Heu, wir brauchen aber noch Silageballen. Und dazu habe ich mir hier diese wunderschöne neue Pöttinger Presse gegönnt, habe die kleinere verkauft. So, da ist sie, Pöttinger Impress 125 FC Pro. Die hat auch eine Wickelkombi und der hat auch einen Ballenkipper. Oder wie heißt das Gerät? Ich schaue mal gerade kurz. Und zwar ist das auch neu mit dazu gekommen. Das könnt ihr separat ausrüsten. Ihr könnt einmal hier die Folienfarbe einstellen. Ich habe schwarz genommen. Ihr könnt dann zwischen Trelleborg und Michelin wechseln. Und habt hier noch einen sogenannten Ballendreher. Genau, so hieß es. Den habe ich jetzt hier noch mit dazu gekauft, sodass die Ballen auch nicht die Hänge runterrollen. Und dann fahren wir mal jetzt los und werden diese wunderschöne Maschine mal testen und ein paar Ballen wickeln. Hab mir auch noch einen kleinen Hänger gegönnt, den Böckinger. Den gucken wir uns vielleicht später nochmal an. Die Presse, ihr seht schon, bergauf, braucht ein paar mehr PS. Ich hoffe, das klappt hier soweit. Ansonsten würden wir uns nochmal eines Kredites quasi bemühen und den großen Rigitrack vielleicht kaufen. Schreibt es gerne in die Kommentare rein, was wir dort machen sollen. Da würde ich mich sehr über euer Feedback freuen.
Ich klapp das Ganze jetzt einmal hier, mach das einmal soweit fertig. Fahr hier einmal ran. Und da habe ich nämlich schon ein bisschen Gras geschwadet. War also ein wenig fleißig gewesen. Und jetzt werden wir die Ballenpresse mal in Betrieb nehmen. Wir schalten die mit B ein. Aufklappen braucht ihr die nicht. Und da werden wir mal schauen hier, dass wir die Ballenpresse jetzt ans Laufen bekommen. Es ist keine Durchfahrpresse, ne, wie bei aus dem Quernerland und Vicon DLC. Da müssen wir wieder aufpassen, wenn der Signalton ertönt, dass wir dann stehen bleiben, beziehungsweise dass das Ganze dann gewickelt wird. Also es ist keine Durchfahrpresse, ne, wie es aus der Fastbell kennt. Vielleicht nochmal kurz zur Info, weil die ist nämlich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich habe jetzt noch die Allradlenkung drin. Was ich auch natürlich machen kann, ist, auf das Fahrzeug zu gehen und mit STRG Z das Ganze wieder mit der Vorderradlenkung einzustellen. Meine Erfahrungen sind da, dass das dann ein bisschen besser läuft. Im Gefälle läuft das natürlich besser ohne das Ganze. So. So, jetzt haben wir wieder hier diesen Ton. Wir schauen uns das mal an. Und da kommt dann jetzt quasi der Ballen raus. Und der wird dann jetzt hier wunderschön gewickelt. Und dann wird der Ballen gleich mit dem Ballenkipper, zack, direkt so gewendet, wenn wir Z drücken, dass der quasi hier rausfällt. So, ich fahre noch mal ein Stück zurück. Das war natürlich dumm jetzt. So. Und dann sammeln wir weiteres Gras ein. Denn der Hof, hattet ihr auch geschrieben, der ist jetzt nicht ganz so dolle. Da gebe ich euch vollkommen recht. Da hätte man vielleicht nochmal das ein oder andere Objekt mit reinnehmen können. Definitiv bin ich vollkommen bei euch. Das Gerät tut sich sehr schwer, wie ihr seht, gerade beim Wenden. Da musst ihr vielleicht die Presse einmal abschalten. Aber der Lindner ist natürlich auch nicht hier für dieses Gerät geeignet, weil er viel zu wenig PS hat. Ich glaube, wir werden dennoch auf den neuen Rigitruck mal wenden. So, jetzt werden wir noch ein paar Ballen hier pressen. Aber ich finde die Presse auf jeden Fall richtig schön. Die schauen wir uns auch gleich nochmal im Detail an. Wir müssen natürlich jetzt gleich wieder anhalten am Ende. So, jetzt halten wir einmal an. Ich fahre mal ein Stück zurück. Und da sehen wir dann, wie die Presse das Ganze wickelt. Und dann gleich mit Z können wir das Ganze wieder runter befördern. Ist echt eine sehr, sehr schöne Presse. Wir gucken uns die mal an. Ne, hier seht ihr die ganzen Teile am Arbeiten. Auch die Aufnahme ist natürlich wieder sehr, sehr detailliert dargestellt. Es sieht sehr, sehr cool aus. Also ich mag diese Presse. Die ist wirklich richtig cool. Und wenn wir das Ganze jetzt ablegen, wir können uns das ja mal anschauen. Zack. Kippt er den jetzt, hupp, und im letzten Moment kippt der quasi den Ballen dann um. Sieht sehr, sehr klasse aus. Finde ich sehr detailliert, die ganzen Geräte. Insgesamt sind es, glaube ich, 35 Geräte mit allen Konfigurationsarten. Sehr viele Geräte und die wunderschöne Map, die wir uns auch nach und nach noch anschauen werden. Wir werden unsere Kühe auch dann noch ja, weiter mit Futter ausstatten. Ich habe auch ein paar Mods noch runtergeladen, um vielleicht die ein oder andere, ja, Modifikation jetzt hier noch mit draufzunehmen. Dazu dann in den nächsten Tagen mehr. Es wird natürlich hier nach wie vor immer weitere Folgen geben. So. Wir haben jetzt gleich die nächste Bahn einmal komplett abgefahren. Da halten wir nochmal kurz an. Jetzt kommt das Ganze hier wieder raus. Gehen wir nochmal ein Stückchen näher dran und gucken uns diese schöne Animation dort einmal an. Zack, mit Z können wir das Ganze wieder manuell entladen. Kann man das überhaupt auch automatisch ablegen? Ach, guck mal, wir können auch automatisch ablegen anschalten mit N. Das hatte ich gar nicht gesehen. Huch. Wahrscheinlich habt ihr schon wieder den Bildschirm angeschrien, so nach dem Motto, ey, das kann man auch automatisch machen. Schauen wir einfach mal. So. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr tolle Gerätschaften hier, die wir da noch testen können. Fahr mal kurz hoch hier.
verwenden einmal. Aber es geht auch mit dem Lindner-Trakt, ne? Man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Gerade wenn man wendet, tut er sich relativ schwer. Aber mit dem großen Rigitrack sollte das, denke ich mal, kein Problem sein. Wenn ihr fragt, hä, welcher Rigitrack? Dann meine ich den hier. Also alle neuen Fahrzeuge findet ihr unter Kompakttraktoren. Ne? Die sind alle mit dabei. So. Dieses Fahrzeug meine ich hier. Ne? Der hat 150 PS. Sollte natürlich vielleicht dafür ein bisschen besser geeignet sein. Werden wir uns auch vielleicht dann noch später holen. Wir haben jetzt aktuell den kleinen Rigitrack mit der Elektronik. Der ist auch soweit wieder komplett aufgeladen. So, jetzt fahren wir mal kurz hier wieder bis zum Signalton. Bis er wieder voll ist. Komm. 5 Liter noch. Und sobald das Ganze wieder zu ist, können wir dann auch weiterfahren. Und können das dann direkt wieder aufnehmen. Ihr werdet das jetzt gleich automatisch abladen. So. Zack, da kippt das schon automatisch. Finde ich auch eine coole Funktion, dass man das abschalten kann und auch einschalten kann. Ist auf jeden Fall ein cooles Feature. Gewicht solltet ihr definitiv hier mit vorne mit dabei haben. Das macht auf jeden Fall Sinn, wenn man sich das Ganze hier mal anschaut. Und die Landschaft, ne? Wenn man sich das mal anschaut, auch hier mit der Brücke im Hintergrund, das sieht einfach sehr, sehr idyllisch aus. Mir gefällt die Karte und es macht sehr viel Spaß hier. Wir werden einige Stunden hier noch auf der Karte auf jeden Fall verbringen. Und es gibt da auf jeden Fall noch jede Menge zu entdecken. Ich presse jetzt einmal die Bahn hier soweit ready. Oh, da müssen wir mal ein kleines Stück zurückfahren, weil er natürlich aufhört zu sammeln. Wenn die Kammer geöffnet ist, wenn er den Ballen durchgibt. So. Hier müssen wir auch aufpassen, ein bisschen mit dem KI-Verkehr. Der fährt nämlich ja auch immer gerne lang. So, jetzt hat er den Ball wieder gekippt. Jetzt lassen wir mal kurz das Fahrzeug hier einmal vorbeifahren. Nehmen jetzt hier noch die letzte Schwart auf. Ich habe mich bei der letzten Folge ein bisschen vertan. Und zwar, es gibt ja einmal den Rechenschwader und den Bandschwader, so hieß das gute Stück. Da habt ihr mich nochmal korrigiert. Ja, ich kam nicht auf das Wort. Und der hat so ein schönes Bandlaufwerk mit dabei. Der ist beispielsweise für so kleine Sachen wie da unten geeignet. Weil da kommen wir sehr schwer ran mit einem Lagerwagen oder so. Und da werden wir das Ganze dann bei Hängen, wird das genutzt auch mit einem anderen Fahrzeug. Das müssen wir uns auch nochmal anschauen. Aber dafür brauchen wir erstmal noch ein bisschen Tatas. So, jetzt wird das Ganze wieder abgeladen. Sobald er anfängt zu wickeln, könnt ihr weiterfahren und könnt dann die weitere Bahn pressen. So, wir fahren jetzt das hier nochmal soweit einmal fertig. Dann haben wir schon fast alles, was wir für unsere Tiere brauchen. Wir brauchen dann aber noch einen Mischfutterwagen, damit wir die TMR, also die totale Mischration, herstellen können. Den werden wir uns dann auch nochmal gönnen. Echt schickes Teil. Also mir gefällt das sehr, sehr gut. Jetzt haben wir noch eine Bahn hier, die ich noch vorgeschwadert habe. Die fahre ich jetzt nochmal fix zu Ende. Beziehungsweise macht das Ganze jetzt noch einmal fertig. So. Können wir das mal ausschalten, die Presse. Die wickelt jetzt hier noch. Und dann sorgt sie dafür, dass der Ballen dann da noch runter befördert wird. Da können wir die gleich abkoppeln. So, zack. Jetzt gibt er die wieder. Echt eine sehr schöne Animation. Dann werden wir die einmal abkoppeln hier. Ich lasse jetzt einfach mal hier kurz stehen und fahre dann mit dem Lindner einmal wieder rüber und werde noch ein bisschen Heu schwaden. Das müssen wir nämlich auch noch machen. So, den Zeta brauchen wir nicht. Den hatte ich ja vorhin schon weggefahren. Nehmen wir mal den Schwader. Und werden dann hier noch ein bisschen Heu schwaden, sodass wir das dann auch noch zu unseren Tieren bringen können. Ich setze da einfach mal oben an. Auch ein sehr, sehr schönes Gerät.
Das ist einer der größeren Schwader, die jetzt hier mit dabei sind. Ich schwarte das jetzt einfach mal hier von der Bahn her. Dann klappen wir das einmal aus. Die Animationen von den Gerätschaften sind auch sehr, sehr schön. Achtet mal darauf, wie die einzelnen Teile da dann dort drauf. Ich glaube, die werden drauf gesteckt, ne? Wir klappen das nochmal kurz zusammen, weil die sind eigentlich hier hinten drauf. Guckt mal. Die werden dann händisch normalerweise dann dort drauf gesteckt. Schauen wir uns nochmal an. Sehr schick. Zack, zack, zack. So, dann ist das Gerät fertig. Das ist von der Animation her ein bisschen verwirrend, weil ich dachte auch erst, hä? Macht er das jetzt auf? Macht das jetzt zu? Da muss man ein bisschen drauf achten. Jetzt schalten wir den Schwader dann nochmal ein. Und werden dann hier die Bahn soweit fertig fahren. Sodass wir dann auch mit dem kleinen Euroboss, den wir da haben, oder dem Boss Alpine, glaube ich, war es, dann das Ganze hier auch aufnehmen können. Echt sehr, sehr viele schöne Geräte. Ich fahre jetzt hier einmal komplett rum, damit wir das auch von der Straße weg haben. Man könnte natürlich auch jetzt den Rechenschwader nehmen oder den Bandschwader, damit man das ein bisschen weiter wegbekommt. Muss auch aufpassen bei den Hängen hier. Normalerweise ist es so, wir fahren jetzt natürlich gegen den Hang, also runter. Man würde das eigentlich quer fahren, damit es ein bisschen einfacher ist für die Fahrzeuge. Huch, da liegt ein Schild. Da muss ich mal die Stadt anrufen. So, da fahre ich jetzt hier einmal komplett einmal unten rum. Sodass wir dann hier schon ein bisschen was haben, was wir dann aufnehmen können. Zu tun haben wir auf jeden Fall genug. Wir werden uns, denke ich mal, auch nochmal ein Feld kaufen. Ich denke, wir kommen ohne Kredit leider nicht rum, weil wir uns natürlich jetzt schon ein paar Geräte gekauft haben, weil ich euch auch natürlich so ein paar Highlight-Geräte zeigen will. Aber wir haben längst noch nicht alle Geräte gesehen. Das ist ja wirklich das, sehr, sehr krasse bei dem Alpine DLC hier, dass es so viele schöne Gerätschaften gibt, die man dort für gewisse Graslandschaften oder für die Alpinlandwirtschaft nutzen kann. Ist sehr, sehr detailreich. Euch gefällt das DLC? Oder zumindest die meisten, die sagen, jo, das ist was für mich. Die eine oder andere sagt, joach, das ist mir ein bisschen zu grell hier. Kann ich durchaus nachvollziehen. Ich musste mich da auch erst dran gewöhnen. Aber wenn man eine gewisse Zeit hier auf der Karte unterwegs war oder wenn ihr auch mit Seasons spielen wollt, nämlich die Karte ist komplett Seasons-ready, dann könnt ihr das auch ohne weiteres machen. Funktioniert auch sehr gut. Und dann sind die Lichteffekte natürlich nochmal ein bisschen angepasster. Das Tolle ist, wenn ihr im Singleplayer spielt, ist die Nacht nicht mehr so dunkel. Das ist auch noch ein Feature dazu. Also die Sonne wirkt ein bisschen heller und überstrahlt vielleicht ein wenig, aber nichtsdestotrotz nach wie vor ein richtig, richtig cooles DLC. Es macht sehr viel Spaß, man kann sehr viel entdecken. Man hat an den Hängen auf jeden Fall zu tun, sodass man da nicht einfach jetzt hier immer rauf und runter fahren kann. Man muss da auch so ein bisschen so ein paar Dinge beachten, wie man abfährt, wie man es am besten fährt. Ich kann natürlich jetzt auch mit VCA wieder hier fahren. Die Mod habe ich mir nicht auch drauf genommen, damit man hier ein bisschen besser fahren kann. Aber ich finde es alles in allem, mein Fazit, sehr, sehr cool. Der Hof, wie gesagt, hätte vielleicht noch das ein oder andere neue Objekt mit dazukommen können. Aber wir haben 35 verschiedene Geräte in verschiedenen Varianten. Schöne neue Traktoren, schöne Ballenpressen, viele Dinge, die wir zum Thema Alpin Landwirtschaft haben. Und auch die Karte. Das wirkt schon sehr, sehr cool. Mir macht sehr viel Spaß und wir werden auch in den nächsten Folgen hier weitermachen. Und ich würde sagen, ne, das soll es erstmal gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Daumen nach oben da. Ne, wenn ihr euch das DLC nach wie vor immer noch gönnen wollt und noch nicht gekauft habt, schaut gerne oder nutzt gerne den Link in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns heute Abend. Ich mache dann nochmal einen Insta-Post, wann es genau losgeht. Mit dem Livestream, wie immer live auf Twitch. Ja, und sag einfach mal bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye, euer Homer.